ihr Lieben. Schön, dass wir euch mal wieder sehen. Anders als wir das uns gedacht haben, ganz klar. Normalerweise natürlich hier bei uns im Studio. Aber gut, wir müssen mit unserem Corona und was damit alles dran bommelt, auch leben. Und wir versuchen das Beste raus zu machen, haben super gute Laune. Und ich hoffe, wir können euch diese gute Laune jeden Tag jetzt auch vermitteln, dass ihr mit Späßchen bei uns mitmacht. Also das erste Thema, was ich jetzt habe, ist erstmal für alle Leute, die natürlich viel zu viel sitzen, Homeoffice haben, ja, vielleicht auch so ein bisschen inaktiver werden, dass sie, so wie man so schön sagt, einfach den Hintern nicht mehr hochkriegen. Und das Wetter spielt ja da auch noch eine Rolle, dass man da auch nicht gerade vielleicht so ganz munter ist. Und da ist Liebscher-Bracht natürlich ideal, weil Liebscher-Bracht arbeitet gerade für diese verklebten und verkürzten Faszien, dass wir einfach uns mal wieder neu ausrichten. Und das tut natürlich nicht nur unseren Gelenken gut und dem Rücken gut. Und deswegen ist das Thema erstmal ganz klar Rückenbeschwerden und Nacken- und Brustwirbelsäulenbeschwerden. Und deswegen habe ich gedacht, fangen wir damit auch an, weil das hat, glaube ich, im Moment gefühlt jeder. Wenn ihr nach stundenlangem Sitzen dann jetzt mal aufsteht und euch daran erinnert, ach ja, die Petra, die hat da ja so ein Video ins Netz gesetzt, wir gucken jetzt, was sie mir da vorschlägt, ist es ganz wichtig, dass ihr nicht aufsteht, jetzt auf euren Teppich, auf die Decke oder auf eure Gymnastikmatte geht und loslegt, sondern wirklich, was ganz wichtig wäre, dass ihr erstmal wirklich ganz bewusst einmal durch euer Haus, durch den Garten, durch eure Wohnung, egal wie, erstmal wirklich mit großen Schritten mal alles so durchflügt. Dass ihr mal durch Raum und noch den nächsten Raum, macht vielleicht noch mal kurz den Weg ins Badezimmer, kann man vielleicht schon wieder was mit runternehmen zur Waschmaschine, wie auch. Ganz, ganz wichtig, also wirklich große, schöne, lange Schritte machen, damit man erstmal so ein bisschen aus diesem Sitzmodus rauskommt. Das Ganze, wenn ihr mutig seid, auch gerne rückwärts. Rückwärts ist immer sehr spannend und interessant. Die Chinesen sagen, dadurch wird man jünger. Ich denke, wir schmeißen erstmal vielleicht auch was um. Also geht auch mal vielleicht wirklich betont rückwärts durch eure Wohnung. Also das wäre schon mal eine super Sache. Und dann geht es ja auch schon los. Und zwar, euer Spielgefährte ist diese Wand hier. Und jetzt fangen wir mit den Übungen auch sofort an. Dann macht euch mal startklar. Und stellt euch mit den Fersen mal ganz, ganz, ganz eng an die Wand und dann versucht mal, das Gesäß an die Wand zu kriegen und dann schiebt mal das Bäuchlein Richtung Wand und dann probiert ihr mal so ganz langsam mit dem Kopf nach hinten zurück an die Wand zu kommen. Und das Ganze jetzt so hinzukriegen, dass es nicht so aussieht. Das könnte nämlich jetzt sehr schnell passieren. Deswegen fangen wir auch an der Halswirbelsäule mal an. Dass ich also jetzt erstmal mich hier an der Wand ausrichte, wenn jemand ganz dolle Probleme hat und sagt, ich komme da nicht hin, tut mir leid, Kopflinie an der Wand, der stellt einfach ein bisschen die Füße vor, geht wieder zurück und dann geht das. Also man kann ja da auch immer so ein bisschen sehen, dass man sich so ein bisschen aus der Affäre zieht. Also schön ist es, dran zu bleiben. Dann ziehen wir uns nochmal auf, das Gesäß an die Wand legen, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, Richtung die Wirbelsäule, Richtung Decke ziehen, Brustbein öffnen und jetzt achtet mal auf das Kinn, da legt eine Hand hier mal vorne auf das Kinn auf und jetzt schiebt mal das Kinn zur Decke hoch und wieder runter und wieder nach oben hoch und wieder runter und wieder nach oben hoch. Jetzt nach vorn und tief, ganz tief mit dem Kinn in den Keller gehen. Und dann langsam wieder aus dem Keller hochkommen, zur Decke schauen. Und wieder jetzt langsam das Kinn wieder runterschieben, ganz bewusst. Das machen wir mal mit Atmung. Ziehe die Nase zur Decke hoch, ich atme durch die Nase ein. Und mit dem Ausatmen durch den Mund. Und noch ein letztes Mal. Und wieder nach unten. Lasst ihr die Arme hängen und lasst das Kinn ganz, ganz dicht tief unten. Und bleibt noch einen Moment. Bleibt noch einen Moment und spürt mal, wie der Nacken sich nach hinten hoch immer mehr aufdehnt. Und dann lasse ich das Kinn ganz langsam etwas zurückgleiten in die normale Ausgangsposition. Dann nehmen wir die beiden Handkanten, das sind die Handkanten,
Die setzt sich hinten rückwärts an die Wand, atme ein. Und mit dem nächsten Ausatmen ziehst du das Brustbein nach vorne, das Becken weg von der Wand und schiebst dich immer weiter nach vorne vor. Langsam wieder zurückgehen und wieder alle Kontaktpunkte an die Wand setzen. Noch einmal atme in Ruhe ein und mit dem nächsten Ausatmen schiebst du wieder das Brustbein nach vorne und jetzt das Becken nach vorne und ziehst die Handkanten noch ein bisschen tief nach unten. Und jetzt nicht den Bauch nach vorne rausschieben, sondern den ziehst du vom Bauchnabel unterbauchwärts nach innen Richtung Kreuzbein. So bleibst du einen Moment und gehst jetzt langsam wieder zurück. Noch einmal in Ruhe einatmen. Mit dem Ausatmen Handkanten anlegen. Jetzt schiebst du das Brustbein vor. Achtung, aber nicht den Kopf. Denk dran. Dann das Becken nach vorne, die Arme, die ziehen nach unten und jetzt nochmal an den Unterbauch denken. Der ist wichtig, nicht so wichtig ist der Bauchnabel, nach innen hier hereinzuziehen. Bleibe hier und jetzt will ich euch nicht allzu sehr mit der Atmung nerven, aber bitte achtet darauf, dass ihr durch die Nase einatmet und mit dem Ausatmen durch den Mund wieder ausatmet. Noch einmal durchatmen. Und wieder ausatmen. Achtung, mit dem nächsten Ausatmen zieht ihr die Handkanten noch ein Stückchen runter, gleichzeitig den Unterbauch nach vorne ziehen, noch einen Schritt, noch ein bisschen das Becken nach vorne. Das Becken ist ganz weg von der Wand, noch mehr und hier nochmal zu bleiben. Jetzt atme in Ruhe ein und mit dem nächsten Ausatmen drückst du mal die Handkanten gegen die Wand und schiebst die Wand rückwärts weg. Spür, wie die Zehen vorne sich jetzt vielleicht ein bisschen zusammenrollen und die ziehst du aber gleich wieder ganz lang auseinander. Halte die Kraft, bleibe, atme ruhig ein und ausatmen. Merkt schon sicherlich, es wird ganz schön warm. Und mit dem nächsten Einatmen kommst du mit dem Ausatmen wieder zurück an die Wand. Nun stellst du deine Füße zwei Schrittchen weiter nach vorne vor. Stehst jetzt frei hinter deiner Wand, vor deiner Wand, Entschuldigung. Wir atmen wieder ein. Mit dem nächsten Ausatmen wieder die Handkanten nach hinten zurück an die Wand legen. Jetzt wieder das Becken nach vorne schieben. Und je mehr du die Leisten nach vorne schiebst, rutschen die Finger hier an der Wand wieder runter. Der Blick kommt zur Decke. Du schaust mal bitte nicht zu weit den Nacken am Anfang nach hinten nehmen, sondern so, dass du bequem nach oben hochschaust, bleibst dort und hier zu bleiben und deine Atmung. Zieh den Unterbauch nach innen herein und atme wieder in Ruhe. Das ist richtig anstrengend und das Tolle ist, dass ihr gleichzeitig auch die langen Bauchstrecke arbeiten und trainieren und ein letztes Mal und dann kommst du langsam wieder mit dem Blick nach vorne, schiebst das Becken wieder an die Wand, machst das dir gemütlich, atme ein, gar nicht so weit mit den Füßen nach vorne laufen, bleib weg von der Wand, mit den Füßen weiter vor. Und jetzt nimmst du die Hände an deine Oberschenkel und läufst langsam mit den Händen hier an deinen Beinen nach unten tief. Und auch hier wieder, du bestimmst einzig und allein, welche Tiefe du nimmst. Du bleibst an einem Punkt, wo du merkst, oh, hinten am Po, hinten der Übergang, die Hamstrings, das zieht ein bisschen, aber alles ist gut. Und ich atme ein. Und mit dem nächsten Ausatmen sinke ich vielleicht mit den Händen, Armen, Oberkörper etwas tiefer. Und jetzt lasse ich auch den Kopf hängen. Jetzt schaut meine Nase durch die beiden Knie nach hinten rückwärts an die Wand und atme wieder ein. Und mit dem nächsten Ausatmen sinkst du wieder vielleicht noch ein kleines Stückchen tiefer oder vielleicht auch erst morgen. Das ist ganz, ganz egal.
Mit dem nächsten Ausatmen bleiben auf der Höhe oder aber du sagst, du sinkst noch weiter vor und der ein oder andere von euch, der mag vielleicht vorn die Zehenspitzen jetzt auch berühren. Mach es aber bitte nicht, wenn du gleichzeitig dabei die Knie beugen musst. Dann bleibst du höher. Jetzt innerlich deine beiden Sitzbeinhöcker mit dem nächsten Ausatmen gegen die Wand drücken und schieben, als wenn du hinter dir die Wand nach hinten herausschiebst. Und drück deine Sitzbeinhöcker an die Wand dran. Und jetzt lässt du langsam diese Spannung wieder heraus. Denk, dass der Kopf hängt. Noch ein letztes Mal atme wieder in Ruhe ein. Und mit dem nächsten Ausatmen drückst du die beiden Sitzbeinhöcker wieder gegen die Wand. Wenn du noch nicht so tief magst, dann bleibst du weiter oben. Das ist kein Thema, kein Problem. Und hier noch einen Moment zu bleiben und jetzt schüttelst du ganz sanft deine Haare etwas aus. Kommst wieder zu deiner Mitte und jetzt langsam bewegen wir uns wieder zurück. Lasst euch Zeit, die Hände rutschen an euren Schienenbeinen langsam hoch. Lasst dir Zeit, das sind Bewegungen, wo der Rücken erstmal auch ein bisschen sagt miau, miau. Und dann kommst du langsam mit dem Näschen hoch. Spür mal, dass das hinten jetzt in den Kniekehlen auch zieht. Und dann probier den Rücken nach vorn zu strecken, als wenn ich ein Tisch wäre. Von hier aus hier noch einen Moment zu bleiben. Atme wieder ein und mit dem nächsten Ausatmen wieder rund im Rücken hochkommen, hochkommen, hochkommen und sich wieder an die Wand zu legen. Und jetzt merkt ihr sicherlich, Übergänge Richtung Kniekehlen, da spannt es heftig. Wir stellen die Füße noch etwas weiter vor, wieder das Becken an die Wand stellen, das Brustbein, den Kopf, atme ein. Und mit dem nächsten Ausatmen rutschst du einfach mal etwas in die Tiefe. Und du bestimmst, wie tief, ich nicht. Keiner guckt zu, also du sagst, hier, 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 egal. Bleib dort, den Kopf an die Wand stellen, atme ein. Und mit dem nächsten Ausatmen nimmst du die Arme höher, du ziehst wieder den Unterbauch Richtung Kreuzbein und jetzt kommt der Trick, kriege ich die Daumen überhaupt an die Wand? Und auch wenn das nicht klappt, dann hast du sie da, das ist genauso gut. Wo auch immer, du atmest hier ein und jetzt genieße. Das tut den Beinchen gut. Und jeder kann das auch bei Knieproblemen machen, weil er seine eigene Höhe bestimmt, das ist ganz wichtig. Schultern tief und ein freundliches Lächeln bitte auch an mich. Ich würde mich freuen, wenn ich das jetzt spüren darf. Und hier nochmal zu bleiben. Atmen wir wieder ein und aus und bleiben noch einen Moment. Und mit dem nächsten Ausatmen bewegst du die Nase bitte nach rechts rüber und guckst auf den rechten Arm. Atme zur Mitte ein und mit dem Ausatmen an den linken Arm. Und dann kommst du wieder zu deiner Mitte. Nimmst die Arme nach vorne und jetzt machst du dich ganz klein und rund und stützt die Ellenbogen noch auf. Hier bleibst du noch einen Moment. Da weiß man mal, was Skifahrer so machen, ne? Wenn die da die steilen Abhänge runterfahren. Und jetzt nimmst du deine Hände nach hinten, rückwärts an die Wand, Fingerspitzen nach unten, ziehst und drückst dich im Oberkörper hoch und richtest dich wieder auf. Schulter locker zu kreisen. Zu kreisen und zu kreisen. Super. Jetzt sehen wir mal eine Seitstellung zur Wand auf. Setze die Innenhand an. Stelle mich weiter weg. Noch ein bisschen weiter weg. Und habe so eine Schräglage. Und nehme mal mein Becken. Einmal so, dass ich hier die Hand aufstütze, damit ich mehr weiß, was ich tue. Zieh jetzt mal die Beckenschaufel ganz weit heraus und leg den Kopf auf den gestreckten Arm, der an der Wand ist. Halte hier, nimm den Arm etwas zurück, bleibe hier und jetzt schieb hier das ganze Becken mal raus. Und das tut richtig gut nach langem Sitzen. Wer kann, nimmt den Arm hoch, zieht ihn noch zur Wand drüber und bleibe dort. Und wieder unterhalb deines Bauchnabels ziehst du ganz betont den Unterbauch Richtung Kreuzbein. Und du atmest wieder. Ah.
Und jetzt schiebst du noch ein bisschen das Becken seitlich heraus, die Beckenschaufel nach vorn heraus und gehst jetzt langsam mit dem Arm wieder heraus, legst dich an und jetzt probier dich da mal reinzuhängen. Ganz betont reinhängen. Man kann auch den Arm einbeugen. Ich mache es ein bisschen leichter und dann könnte ich als Anfänger auch das machen, dass ich erstmal hier reingehe. Bleiben wir vielleicht bei der Variante. Wir atmen ein und mit dem nächsten Ausatmen wieder diesen Arm gleichzeitig zur Wand zu bringen. Und bleibe dort und tiefe Atemzüge. Wenn die Heike mal so lieb ist und laut weiteratmet, genau, dann kann ich noch schnell was erklären, dass ihr jetzt durch diese Positionen gleichzeitig immer ein Bauchmuskel, ein ganz aktives Bauchmuskeltraining macht, was wir über die Streckung der Bauchfasern einleiten. Und dann gehe ich langsam wieder aus der Bewegung raus und stelle mich zurück an die Wand. Und ihr seht schon, Gesichtsfarbe wird rosig, es wird einem unheimlich warm. Verstoffwechselung, das brauchen wir ja. Deswegen machen wir ja das Ganze jetzt 21 Tage lang, damit es uns einfach hinterher auch wieder besser geht. So, und dann gehen wir rüber auf die andere Seite. Ich stütze wieder meine Hand gegen die Wand, kann auch die Tür sein, was immer ihr so für euch findet. Weite Führung der Füße raus, ne? Also wenn er zu eng steht, kriegt er den Arm ja auch gar nicht gestreckt. Also lang, dann stütze ich die Hand wieder seitlich auf meine Taille und das ist auch so ein Taillenschnäpperchen, was wir hier machen. Wir atmen ein und mit dem Ausatmen schiebe ich auch hier wieder, hier ganz betont raus. Das ist der Punkt, wo ich hin will. Das kann man alles noch schwieriger demnächst mal machen oder auch nicht. Lass den Arm erstmal so ein bisschen nach hinten laufen, weil die Gefahr ist, dass der Arm nach vorne fällt und dann hänge ich so da drin. Und das ist natürlich für die Bauchstreckung nicht das Thema, sondern wir wollen uns ja hier strecken. Dann atme ein und mit dem nächsten Ausatmen nimmst du jetzt wieder den Arm weit rüber und jetzt kommt der Punkt. Hier die Dehnung aufbauen, super befreiend fürs Becken, fürs Kreuzbein, fürs ISG-Gelenk. Atme in Ruhe. Mit jedem Ausatmen den Unterbauch Richtung Kreuzbein ziehen und wieder. Idealerweise 8 Atemzüge. Letztes Mal. Atme wieder in Ruhe ein. Und mit dem nächsten Ausatmen nimmst du den Arm und dann ziehst du dich hier nach innen rein. Wir machen aber die vielleicht nicht ganz so anstrengende Methode. Da gehe ich jetzt in die Anfängerstufe. Andere bleiben hier. Ich gehe etwas näher ran, setze den Unterarm auf und jetzt nicht nach außen rausarbeiten, sondern nach innen Richtung Wand. Bis du hier optimal auch hier wieder die Taille spürst. Bleibe, achte auf die Schulter, dass sie nicht vorfällt. Und mit dem nächsten Ausatmen gehe ich wieder hier in diese starke Dehnung rein und gehe hier rüber und gleichzeitig schiebe ich das Becken nach innen an die Wand. Und auch hier wieder. Letztes Mal. Und jetzt bin ich gerade so ganz automatisch in unsere Pilates-Heimatmung gerutscht und wieder zurück. Da könnt ihr natürlich auch die einfache Atmung machen, so wie gehabt gerade. Schiebe mich hier wieder heraus. So, Schultern wieder lockern. Jetzt drehen wir uns ganz bis an die Wand. Da gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Ja, passt. So, alles gut? Ich komme mit. Okay. Wieder beide Unterarme einwinkeln. Jetzt schaut noch mal auf meine Fersen. Die stehen wirklich schön unten tief. Aber das geht manchmal nicht. Wenn das nicht geht, legt ihr euch jetzt einfach ein Buch hier unten drunter, bis ihr merkt, dass ihr die Ferse gut aufsetzen könnt. Blick nach vorne. Atme in Ruhe ein. Mit dem Ausatmen zieh den Unterbauch. Und jetzt schiebt die beiden Fersen hinten in die Matte rein, dass deine Knie noch mehr in die Streckung kommen. Jetzt drückt die Unterarme gegen die Wand,
Die Wand willst du wegschieben. Diesen Druck hältst du. Du lässt nicht locker. Du willst die Oberarmmuskeln trainieren und atmest im Zweier. Letztes Mal. Ha, ha. Dann kommst du leise wieder aus der Bewegung raus. Und da wir gerade sind, machen wir noch ein paar Liegestütze. Und hopp. So, und auch hier das Becken mitnehmen. Nicht das machen. Das ist es nicht, sondern ran, weg. Ran, weg. Ran, weg. Ran kann jeder. Und Oberarmkrafttraining. Ich mische jetzt die Liebscher-Bracht-Übung auch ein bisschen mit Krafttraining und einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen und halt. Großer Schritt zurück, Hand, Hand tiefer, schieb den Po nach hinten raus und guckt mal, meine Hände liegen höher als die Schultern. Und jetzt dehnst du dich in deinem Rücken wunderbar durch. Ich werde diese Übung lieben. Die tut nur gut. Dann ganz hier schön das Brustbein reinhängen. Atmet in Ruhe ein. Und mit dem Ausatmen zieht das Brustbein bitte. Das ist hier vorne, das Brustbein, nicht hier hinten oben. Und zieht das Brustbein mit jedem Ausatmen nochmal etwas tiefer. Und es zieht auch wieder hinten über die Oberschenkelmuskulatur, die ischiochoale Muskulaturgruppe. Der Ischias ist ja im Moment sehr aktiv, habe ich gehört. Das ist so fast wie die Wühlmäuse im Garten auch aktiv sind. Na, leider ist der Ischias dann bei dir zu Hause und das Mäuschen ist draußen. Und dann rollst du dich wieder rund in den Rücken auf und machst dich jetzt ganz rund mal und noch einmal hier die Schultern locker vor. Und auch hier zu bleiben. Aber so können wir natürlich die Sache hier nicht beenden. Und ich gehe noch einmal in die Streckung rein und dann auch noch mal hier zu bleiben. Und jetzt machen wir das noch ein bisschen stimmiger. Die Knie nach vorne beugen und noch mal auf die Fersen achten und noch mal ein bisschen die Länge hier zu halten. Dann gehe ich ganz langsam rund in den Rücken hoch und schiebe mich nach vorne und komme wieder nach vorne vor. So, jetzt habt ihr schon fast geschafft. Mal die Knie, die Beine nochmal durchbewegen. Genau. Sehr gut. Und dann noch einmal langsam nach vorne. Gehen wir in der Ausgangsrichtung unserer letzten. Und dann stelle ich den rechten Fuß nach vorne und den linken stelle ich nach hinten rück an die Wand. Und jetzt achtet bitte darauf, dass die Ferse hinten wirklich die Wand berührt. Haltet euch fest, wer nicht trainiert ist, der kann da schon mal glatt bei umfallen. Und das Thema ist, jetzt das Knie hier hinten zu strecken. Also nicht das Knie hier zu behalten, die Hüfte, die zurückbleibt, sondern du drückst dich mit dem Finger aktiv nach vorne und bleibst dort. So, und jetzt nehmen wir jetzt einmal in Ruhe den linken Arm nach oben hoch und jetzt ziehst du gleichzeitig, zieht die Hand an der Wand runter, der Blick geht zur Decke, wer schafft es, die Wand hinter mir zu berühren und bleibe. Schön das Knie hinten gestreckt halten. Ich sehe euch schon da hinten einsacken, dass es so aussieht. Bleibt in der Streckung und dann geht der Arm wieder zurück. Und ich gehe jetzt mit beiden Händen festhalten, mich einfach an die Wand zurücklegen und drückt die Wand nochmal kräftig nach hinten weg. Das merkt ihr in dem Bein, was vorne jetzt lang ist. Da ist ganz viel aktive Kraft drin. Und das ist gut für die Durchblutung, Venendurchblutung. Und dann komme ich wieder heraus. So, nochmal den anderen Fuß. Wechselt aus. So,
festhalten für Anfänger. Wenn wir in 21 Tagen mit unseren Videos hier durch sind, dann macht ihr das schon ganz anders. Wir atmen ein. Mit dem Ausatmen ziehe ich die Finger wieder nach vorn, also nach hinten an der Wand runter. Blick zur Decke. Jetzt kommt der Pfiff. Hinten die Ferse wirklich an die Wand drücken, das Knie strecken, die Leisten nach vorne vorschieben und bleib. Jetzt nehme ich den Gegenarm, langsam hoch und wer schafft es, aber es ist nicht schlimm, wenn du hier bist, ist es genauso gut. Das ist das Schöne bei der Liebscher-Bracht-Übung, jeder kann sie machen und wer auch immer sagt, ich bin so beweglich, der darf das gerne hinziehen. Unterbauch nach innen ziehen, atmet wieder in Ruhe. Wieder trainieren die Bauchmuskeln. Der Beckenboden wird mit trainiert. Und dann nehme ich auch hier den Arm wieder nach vorne vor, setze ab, leg mich rückwärts an die Wand. Achtung, ihr müsst schon Socken anhaben, die nicht irgendwo auf dem glatten Boden stehen. Also ihr müsstet da schon was Rutschfestes haben, sonst nehmt Schuhe, Turnschuhe dazu. Nicht, dass ihr hinterher sagt, und dann habe ich platsch auf dem Po gesessen. Schiebt das Knie in die Streckung und jetzt drückt nochmal mit aller Kraft, die du hast, die Wand zurück, die Wand zurück, die Wand zurück, die Wand zurück. Und dann kommst du langsam aus der Bewegung heraus. Und jetzt stellen wir uns nochmal mit einem entsprechenden lockeren Abstand mit den Füßen auf. Der Kopf geht an die Wand. Ich lege die Hände nochmal in meine Taille hinein und dann lasse ich noch einmal Knie weich werden. Gehe ins Hohlkreuz, achte darauf, die Schultern bleiben an der Wand und dann schiebst du dein Bäuchlein Richtung Wirbelsäule. Noch einmal schön die Schulter an der Wand lassen, schieb dich ins Hohlkreuz. Und wieder langsam zurück. Wir nehmen aber jetzt die Arme zur Seite heraus, atmen wieder ein, schön ins Hohlkreuz und mit dem Ausatmen ziehst du wieder deinen Unterbauch. Versuch den ganzen Rücken an die Wand zu drücken. Und wieder einatmen und noch einmal ausatmen, zieh wieder unterhalb des Bauchnabels, press die Lendenlordose ran, press deine Bandscheiben aus. Und ein letztes, schön hier Länge, Weite und mit dem Ausatmen, Ausatmen, Bauchdecke. Und jetzt merke ich selber, wie gut mir das getan hat. Ich habe nämlich heute auch zu viel am Schreibtisch gesessen. Und dann nehmen wir die Arme nach unten zurück. Hopp. Und ich sage Dankeschön und ich wünsche viel Spaß und Freude. Ihr könnt die ja weiter abrufen, auch ist es überhaupt kein Thema. Die bleiben ja jetzt bei uns auf der Homepage auch drauf. Also immer wieder reingehen, mindestens einmal am Tag eine halbe Stunde sich da mal wirklich mit sich und dem Programm zu beschäftigen. Wir freuen uns und sagen dann bis morgen. Tschüssi!